Der Gameboy, der Gameboy, Adventskalender, der Gameboy, Adventskalender. Metroid 2, auch bekannt als Ich würde dieses Spiel wirklich so gerne mögen. Aber mal von vorne. Zu Metroid kam ich über den Game Boy Advance. Metroid Zero Mission und vor allem Metroid Fusion habe ich förmlich verschlungen. Und beide Spiele gehören nach wie vor zu meinen Lieblingsspielen. Erst peu à peu bin ich auf andere Titel der Serie aufmerksam geworden. Zu allerletzt eigentlich auf Metroid 2, Return of Samus. Ein Spiel, welches 1991 als offizieller Nachfolger des NES-Originals für den Game Boy produziert wurde. Und großer Gott, wie heftig ich dieses Spiel haben wollte. Die Story knüpft direkt nach dem Space Pirates-Zyklus an. Die Weltraumpiraten wurden zurückgeschlagen, die Föderation hat sich vorgenommen, alle Metroids auf deren Heimatplanet SR388 auszurotten. Da aber sämtliche Einsatzteams die Mission nicht überlebt haben, wird Samus hinterhergeschickt, um auch die letzten Metroids zu zerstören. Ziel des Spiels ist es, 38 Metroids in 5 verschiedenen Entwicklungsstadien und am Ende noch die Metroid Queen zu töten. Wir bekommen das klassische Metroid-Feeling. Eine große, offen gestaltete Welt, sehr saubere, flinke Kontrollen, das Gefühl von Einsamkeit und Isolation und vor allem Power-Ups. Es gibt allein 5 verschiedene Beams und zu Klassikern wie der Bomb, der Screw Attack und dem Barrier Suit gesellen sich auch neue Power-Ups wie der Spider-Ball, der es erlaubt, an Wänden hochzuräumen. Die Spielwelt ist groß, umfangreich, das Spiel ist fordernd, aber fair und man wird für viele Stunden gefesselt. Dazu kommt das großartige Metroid-Flair. Hey, man kann sogar speichern! Wieso schaffe ich es dann einfach nicht, das Spiel zu mögen? Es ist einerseits einfach so wahnsinnig unübersichtlich. Ohne eine Karte ist man verloren. In Sachen Umgebungsdesign unterscheiden sich die einzelnen Abschnitte der Spielwelt durchaus, das macht es aber nur geringfügig besser. Eventuell liegt das auch am Fehlen von Farben. Wenn ich weiß, dass die rote Welt links von der blauen Welt liegt, die über der gelben und schräg unter der lilanen Welt liegt, dann finde ich mich einfach besser zurecht als in Schwarz-Weiß. Am besten ihr fragt gar nicht erst, wie ich mir den Weg zur Arbeit merke. Ziemlich schnell verläuft man sich, übersieht einen Metroid oder findet einen extrem wichtigen versteckten Gang nicht. Sowas kann schon frusten, zumal auch ein wenig der rote Faden fehlt. Dass viele Gänge komplett gleich aussehen, macht es nicht viel besser. Zum anderen stellt sich die anfängliche Metroid-Begeisterung leider etwas schnell ein und wird durch Langeweile ersetzt. Selbst wenn man mal ganz genau weiß, wo man jetzt hin muss, ist man oft damit beschäftigt, einem öden Gang zu folgen und kleinere Gegner zu besiegen. Es wird mit der Zeit eintönig, charakteristische Zwischenbosse fehlen, die Metroids werden einfach nur schwieriger zu besiegen. So wurde bei diesem Spiel eigentlich fast alles richtig gemacht, es gefällt mir trotzdem nicht und nach einer schönen Stunde Spielzeit ist es für mich jedes Mal wieder ausgereizt. Schuld daran ist leider genau das, was bei vielen Metroid-Spielen ein großer, dicker Pluspunkt ist. Labyrinthartige, umfangreiche und weitläufige Space-Levels voller Einsamkeit und Bedrohung. Fürchtet auch ihr euch vor Isolation und Einsamkeit? Dann schaut doch in 2 Tagen gemeinsam mit vielen anderen Leuten das nächste Türchen an. Wenn ihr mir noch euer Abo gebt, dann seid ihr sowieso in bester Gesellschaft.